Guten Morgen. 22.11 Uhr am 21. September 2024. Happy Birthday! Alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag, liebe Lea! Ich feiere dich. Ich feiere dich hier aus La Linea. Oh mein Güte. Das ist der vorletzte Abend hier. Und man hört Musik aus dieser Richtung. Und ja, ich habe, wie man gerade sieht, weil ich irgendwie ein bisschen Farbe im Gesicht habe, nicht zu viel. Ich habe das relativ fix und schnell und einfach mit meinem Finger appliziert. Ja, gleich. Ist dein Lippenstift verschmiert? Ausnahmsweise mal nicht so krass so. Normalerweise durchs Mikro verschmiert der so leicht. Oh, ich habe versucht, heute auf Spanisch und auf Englisch meine Show zu spielen. Also so eine Mischung aus beidem. Ich habe heute Morgen mir spanische Begriffe rausgeschrieben. Und hab mir gedacht so, probieren wir das einfach mal. Du hast nichts zu verlieren. Du hast, wenn dann, was zu gewinnen. Und zwar den Einkauf, den ich gemacht habe, wieder reinzuholen. Das hat leider nicht geklappt. Ja, schade. Also, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, unten im Link ist so eine... So, unten in der Bio ist so ein Link. Da dürft ihr uns gerne ein bisschen Geld überweisen. Wenn ihr Bock habt. Ja. Auf jeden Fall habe ich schon gespielt auf Spanisch und Deutsch. Nein, Spanisch und Englisch. Und das war irgendwie wild. Und ich habe mir heute Morgen... Komm, ich setze mich einfach auf den Boden. Ich gehe doch mit euch jetzt nicht in die Dusche. Da gehe ich danach hin. Auf jeden Fall habe ich heute Morgen so ein paar Begriffe schon rausgeschrieben, die man gegebenenfalls gebrauchen könnte für diese... Wie heißt das? Für diese Show... Oh, das ist Felix im Hintergrund. Found, lost and found, das ist Felix. Für diese Show hab das ausprobiert. Hat nicht hundertprozentig jetzt alles im Kopf gehabt. Aber ich hab's probiert. Es ist ein Versuch wert gewesen. Und ja. Ich bin müde. Ich bin müde, die ganze Crew ist müde. Wir fahren Montag frühs los oder frühen Mittag, damit wir nicht zu viel Gegenwind haben, aber noch die Strömung auf unserer Seite haben. Das heißt, die Strömung, die aus dem Mittelmeer rausgeht, dass wir die mitkriegen und nicht zu viel von der Strömung haben, die wieder ins Mittelmeer reingeht. Weil die Mittelmeerströmung ist krasser, die reingeht, als die, die rausgeht. Und je weiter wir schon draußen sind Richtung Atlantik, desto besser. Das heißt, ab Montag habe ich wieder kein Internet. Also habe ich dann wirklich, wirklich kein Internet. Wahrscheinlich bis zu den Kanaren. Ich bin gespannt, wie das läuft. Ob ich irgendwie ein bisschen vorarbeiten kann oder E-Mail... Oh meine Güte, ich muss eigentlich was richtig Wichtiges noch machen. Doof. Ich weiß nicht, ob ich das morgen schaffe. So Paperwork für Deutschland. Für diese wunderschöne deutsch-demokratische Bürokram. Alles 3000 Mal hinter den Schreibtisch klemmen und aufschreiben und checken. Wow. Nervig. Egal. Ja, ich habe heute Training gehabt. Heute Morgen habe ich mit Emma und Abigail trainiert bis 7:45. Einfach ein bisschen Kraft, ein bisschen Prepa, wie sie das nennen. Prepa nennen sie das? Wahrscheinlich irgendwie Präparation. Also Krafttraining. Dann habe ich Krams gemacht, war shoppen, also Gemüse und Obst. Ja, und irgendwann, als ich das so eingeräumt habe, kam dann Mariano mit noch mehr Obst und Gemüse und meinte so, ja, wir haben ja für beide Boote jetzt eingekauft, wo sollen wir es hinpacken? Ich so, Felix und ich haben auch heute eingekauft. Also die Kommunikation, da dürfen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Auf jeden Fall haben wir jetzt richtig viel Essen, fast schon zu viel. Das heißt, wir dürfen ordentlich reinhauen die nächsten Tage, damit es nicht schlecht wird. Dann, das heißt aber auch, dass ich mich nicht schlecht fühlen muss. Verstecke ich jetzt eigentlich gerade aus Müdigkeit diese Karte in meinem Zopf? Hey, ich habe meine Hafenkarte in meiner Frisur versteckt. Hey, sieht man gar nicht mehr, oder? Sollte man so tragen. Karte im Haar. Ja, daran sieht man jetzt auch wieder, wie K.O. ich eigentlich bin und wie sehr ich eigentlich mal schlafen sollte. Das Essen ist aber obviously das Abendessen. Überlegt mal, das Abendessen ist erst in einer halben Stunde fertig. Wer isst denn um 23 Uhr Abendessen? Das könnte ein Mitternachtssnack sein, aber kein Abendessen. Das ist mir ein bisschen zu spät. Aber egal, Felix ist auch müde. Und ja,
Also heute ist die Entscheidung getroffen, wer wie fährt. Ich fahre mit Felix und Mariano auf Folichon und die anderen fahren auf Yggdrasil, beziehungsweise Emma fährt eventuell gar nicht mit, sondern fährt mit der Fähre, weil sie eventuell noch so viel Bewerbungskrams zu erledigen hat, weil sie das morgen nicht mehr schafft. Kommt diese Karte hier auch wieder raus? Ja, kommt sehr schön. Und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich bin gespannt. Heute Nachmittag hatten wir Training. Zusammen. Alle die in Fuerteventura bei der Show mitmachen. Das war cool. Das war cool. Wir haben ein bisschen Akrobatik zusammen gemacht. Das ist richtig cool. Die haben schon was drauf auch. Das ist geil. Das ist schön. Das ist sehr schön gewesen. Ja. Ich hatte auch eine tragende Rolle und habe auch neue Sachen ausprobiert. Das war cool, das macht Spaß. Ich habe echt Bock, neue Sachen auszuprobieren. Schade, dass wir so wenig trainieren. Ich würde gerne mehr trainieren. Aber im Moment sind so viele andere Sachen noch voll wichtig. Ja, gut. Aber das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Ich habe wieder viel erlebt. Hatte zwei Trainings heute, eine Show, Besorgung gemacht, Wäsche gemacht, Krams gemacht. Social Media Austausch gehabt, Videos gemacht. Ich habe mein erstes Vlog-Video auf Englisch gemacht. Für eventuell den YouTube-Account von Currents. Also folgt den auch mal. Da kommen dann die ganzen anderen, also alle Social Media Contente kommen dann da quasi hoch. Also subscribe und so. Ja, und vielleicht übersetze ich dann eigentlich einfach mein eigenes Video nochmal auf Deutsch und lade das dann hier mit hoch. Ich weiß es noch nicht. Ich habe einfach nur meine Shopping-Route heute aufgenommen. Das sind 11 Minuten Video und habe das schon geschnitten. Und des guten Willens, weil ich ja nicht sonst genug zu tun habe. Ja. Gestern war ich im Fernsehen in der Lokalzeit. Das wusste ich gar nicht. Bis mir Martina das dann erzählt hat. Also Lukas Mama. Und das war richtig toll. Ich habe mir den Beitrag angeguckt. Danke. Dankeschön für diesen coolen Beitrag. Der zusammengeschnitten wurde aus verschiedenen Schnipseln, die ich geschickt habe. Richtig fancy. Der ist auch richtig lang. Ja, war ich einfach in der WDR-Lokalzeit mit Pott on Tour. Voll cool. Ja, kann man noch angucken in der Mediathek. Noch 2 Jahre bis 2026. Also müsst ihr gucken, Lokalzeit Ruhr. Mediathek, WDR und dann am 20.09.24. Da seht ihr dann den Beitrag und ich bin der Beitrag na, kurz vorm Wetter, also der letzte Beitrag quasi, der richtig offizielle. Ja. Und jetzt geht die Gina duschen und wünscht euch einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen guten Abend. Nos vemos. Wie seh's? Attacke. Oh, sieht auch wie so aus wie so ein Rettungsschwimmer hier mit diesem roten Badeanzug, der eigentlich ein Body ist. Whatever. Et ciao, et ciao, et ciao.